So, hallo und willkommen zu Vlogmas. Ich habe ja dieses Jahr richtig erfolgreich Vlogs gemacht, ne? Hat super geklappt. Für alle, die nicht so oft auf meinem Kanal sind, die Ankündigung, dass ich jetzt Vlogs machen werde, war mein einziger Vlog Mitte des Jahres. Und ich habe zwar in Paris Videos aufgenommen und auch zum Beispiel mit Weltenwechsler, aka Wanderkrähe, aka Carolyn Sommer zusammen kleine Videos aufgenommen, aber ich habe es nicht geschafft, das alles zusammenzuschneiden. Ich habe versucht, mit DaVinci Resolve zu schneiden und das Programm ist mir einfach zu mächtig und ich komme absolut nicht mit klar. Es ist nicht mein Programm und ich habe auch nicht die Zeit, mich da einzuarbeiten weiter großartig, weshalb daraus dann nichts geworden ist. Schneiden kostet ja auch Zeit. So viel zu meiner erfolgreichen Vlog-Karriere. Warum sitze ich jetzt also hier? One-Taker, also Videos, wo ich nicht schneiden muss, das hat ja ganz gut geklappt. Das war ja auch mein erstes Video. Und das möchte ich jetzt wieder öfters machen. Ich möchte euch weiterhin mitnehmen. Und ich habe mich ziemlich davon zurückschrecken lassen, dass das mit dem Videos schneiden eben nicht geklappt hat. Und habe damit dann aufgehört, aber ich habe halt diese wunderbare Kamera und ich möchte sie gerne nutzen. Und deswegen werdet ihr mich jetzt hauptsächlich an dieser Stelle sehen. Und hier werde ich meine Vlogs aufnehmen und werde euch so ein bisschen von meinem Schreiben erzählen, von dem, was ich lese, von dem, was ich so mache. Das ist das eine. Warum jetzt innerhalb von Vlogmas? Ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man Routinen etablieren kann. Und eine Information, die ich gefunden habe, die besagt, du musst mindestens einen Monat lang diese Routine täglich machen. Und eine Routine, die ich etablieren möchte, ist eben halt das Vlogging. Und ich möchte mich wohlfühlen damit, dass die Kamera auf mich zeigt und ich hier alleine mit euch sitze und quatsche. Und deswegen will ich das während Vlogmas anfangen. Nur ich werde halt wirklich bis zum 31.10. machen, damit ich einen ganzen Monat voll bekomme. Das ist das eine. Es werden aber nicht jeden Tag Videos auf dem YouTube-Kanal von mir erscheinen, weil es ist dennoch Arbeitszeit, die ich da investieren muss. Und ich kriege zum Beispiel im Dezember Besuch. Es sind die Feiertage dazwischen. Da wird das schwierig. Ich habe aber gesagt, es reicht ja schon, wenn ich jeden Tag aufnehme. Deswegen, heute ist der 1. Dezember, wo ich das erste Video hier aufnehme. Und heute rede ich mit euch darüber, was ich mir für den Dezember vorgenommen habe, wie mein Arbeitsstand gerade ist und was ihr in diesen Vlogs erwarten könnt. Ja, was habe ich mir vorgenommen? Routinen entwickeln steht für mich im Dezember an. Zum einen das Vlogging, das habe ich ja euch gerade schon erzählt. Zum anderen aber auch das Lesen. Ich möchte wieder mehr lesen. Das hier ist Werbung unbezahlt. Das Buch habe ich mir auf der Buch Wien gekauft. Ionesco, das Nachthaus. Und ich habe jetzt die letzten 3 Tage mit der Rido-App gearbeitet. Gamification funktioniert bei mir recht gut. Deshalb, ich packe den Link zu meinem Profil in die Videobeschreibung. Folgt mir sehr gerne bei Redo und sollte ich nicht lesen, solltet ihr einen Tag sehen, an dem ich nicht gelesen habe, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen, weil soziale Kontrolle funktioniert bei mir auch recht gut. Und alleine, dass ich euch das in dem Video ankündige, sorgt hoffentlich dafür, dass ich es wirklich mache. Das ist kein Garant, hat man ja bei der Vlog-Ankündigung gesehen, aber es ist eine Selbstverpflichtung und die hilft hoffentlich, weil Lesen ist etwas, was mir
in meinem ganzen Leben immer wieder Spaß gemacht hat und mir einfach wirklich fehlt. Und das merke ich. Und das will ich tun. Ja, was habe ich mir noch vorgenommen für diese Vlogs? Ich will das vergangene Jahr ein wenig Revue passieren lassen. Reflexion ist ja immer, bevor das neue Jahr ansteht, ein Teil, den viele machen und den auch ich machen will. Sprich, in den kommenden Vlogs werde ich mir dann auch immer mal ein Thema raussuchen, das ich für das Jahr reflektieren will. Und ja, das ist das, was euch hier erwartet. Neben vielleicht ab und an der ein oder anderen Lesung aus meinem Debütroman, die Mycel-Chroniken, aber auch vielleicht aus dem neuen Manuskript. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, zu meinem Arbeitsstand. Ich werde in dieser Woche auf jeden Fall Mycel-Chroniken Band 2 abschließen, sodass es ins Lektorat kann. Ich bin da am Überarbeiten. Nur durch Corona, durch Gesundheitszustand hat sich das jetzt alles gezogen. Und ich bin inzwischen so, dass wenn ich sage, es geht nicht mehr, ich bin zu unkonzentriert, ich bin nicht arbeitsfähig, dann mache ich auch rigoros Pause. Wir haben nur eine Gesundheit und es bringt nichts, wenn ich mich da stundenlang vor dieselbe Seite, vor denselben Satz setze. Und es passiert nichts, es passiert kein Fortschritt. Damit sorge ich nur dafür, dass ich mit mir unzufriedener werde und dann funktioniert es erst recht nicht. Deshalb, da ist jetzt eine kleine Verzögerung drin. Bisher sieht es aber noch danach aus, dass ich alle Termine halten kann. Sollte sich da irgendwas ändern und sich der Veröffentlichungstermin von Band 2 wirklich nach hinten ziehen, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Aber wie gesagt, bisher sieht es aus, dass ich alles einhalten kann. Ja, so viel für heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen schon wieder. Ich habe gerade jetzt die ersten Tage wirklich vor, jeden Tag die Videos dann auch gleich auf YouTube hochzuschießen. Und wir werden es sehen. Ich denke mal, in der nächsten Woche werde ich das auch schaffen. Das Wochenende, dadurch, dass wir dann Besuch haben und ich filme hier im Gästezimmer, wird es dann auf jeden Fall ein anderes Setting sein. Vermutlich werde ich mich dann unten ins Büro setzen, in mein Stream-Setup, das ihr ja kennt, und werde da kurz meinen Vlog aufnehmen. Das wird auch nicht immer so lang sein wie jetzt dieses Video. Ich werde das möglichst kurz halten. Aber ja, ich will es als Routine etablieren, damit ich hoffentlich im kommenden Jahr regelmäßiger vloggen werde und über das, was ich liebe, sprechen werde. Und das ist das Schreiben und Lesen. Vielleicht auch mal zwischendurch kochen. Mal gucken, was sich so alles entwickelt. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Seid lieb zueinander. Und bis hoffentlich morgen. Tschüss.